Ich glaube, hier hat sich einfach gezeigt, dass man bei der Verhöhnung der katholischen Religion überhaupt keine Schranken mehr kennt. Sich auch nicht einmal mehr die Mühe macht, ins Strafgesetzbuch zu schauen, ob das, was man macht, unter Umständen vielleicht durch das Strafgesetzbuch geahndet werden könnte. Empfindlich ist man nur, wenn es um den Islam geht, wenn es ums Judentum geht oder wenn es um Buddhisten geht. Das haben wir jetzt im Zusammenhang mit der Stupa-Debatte gesehen. Da ist man auf einmal empfindlich. Da reagieren dann auch auf einmal die Prälaten. Aber hier versucht man, sich jetzt herauszuschwindeln. Dabei haben diese drei Komiker eindeutig den Paragraphen 189 Absatz 2 Ziffer 1 unseres Strafgesetzbuches realisiert, wo es heißt, wer in Sakralräumen einer gesetzlich anerkannten Kirche sich so aufführt, dass dieses Aufführen, dieses Verulken geeignet ist, berechtigtes Ärgernis hervorzurufen, der macht sich strafbar. Und ich hoffe, dass diesmal die Justiz, insbesondere die Justizministerin, dafür sorgt, dass nicht nur immer der Schutz der Religionen dann eine Rolle spielt, etwa im Zusammenhang mit diesem Mohammed-Film, wenn es um den Islam geht, sondern auch dann eine Rolle spielt, wenn die katholische Kirche oder die katholische Religion verhöhnt wird. Und deutlicher, als das diese drei Vögel da gemacht haben, kann man es ja nicht mehr machen. Das heißt, die haben in geradezu idealtypischer Weise den zitierten gesetzlichen Straftatbestand verwirklicht und sind daher auch zu bestrafen. Bischof Küng und ORF-Intendant Vrabetz haben sich ja persönlich über die Angelegenheit ausgesprochen. Hätte das nicht ausgereicht? Nein, das reicht deswegen nicht aus, weil ich kann ja nicht sozusagen zwischen Tätervertreter und Opfervertreter ein nettes Gespräch führen und dann sagen, so, und jetzt war es auf einmal keine Straftat mehr. Es bleibt objektiv eine Straftat und Straftaten sind vom Staat zu ahnden. Dazu hat er das Strafmonopol und es spielt überhaupt keine Rolle, wer sich mit wem liebevoll austauscht, ja, sondern das ist Sache des Staates, strafbares Verhalten auch zu ahnden, um geschützte Rechtsgüter, und in dem Fall gehört die Religion zu den geschützten Rechtsgütern, auch wirklich zu schützen. Das ist Aufgabe des Staates und da spielt keine Rolle, wie sehr sich Rabetz und der Bischof Küng hier um den Hals fallen, wobei ich das auch für problematisch halte, das sage ich auch dazu.